Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part haben wir ein neues Teammitglied gefangen, der Luke, ein Zapladin. Ein Elektro-Pokémon hat ja auch noch in unserem Team gefehlt. Eben wurden noch unsere Pokémon komplett geheilt, dank diesem Doktor hier. Und ja, da können wir dann jetzt hier mal weitergehen. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Von unten kommen wir, glaube ich. Ach nein, wir haben ja jetzt den Luke wieder vorne, bedeutet, wieder Pokémon kommt zu uns. Natürlich, auf Level 31 so. Ja, Luke ist leider noch ein bisschen underlevelt. Jetzt kriegt er auch noch eine Attacke ab. Nein, Fähigkeit wurde unterdrückt, okay. Wir wechseln mal kurz zu Nico. Dass wir mal vielleicht flüchten können, das wäre sehr, sehr nett, weil ich habe keinen Bock auf wilde Pokémon. Ah, Flucht gescheitert, na gut. Dann will es dieses WhatsApp nicht anders, dass wir besiegt werden. Psycho-Shock! Ja, natürlich bleibt wieder ein KP übrig. Das ist in letzter Zeit so häufig so, dass immer ganz wenig übrig bleibt. Oh, Käfer bist sehr effektiv. Ich gehe gleich nochmal zum Doktor. Ja, immer ein KP. Mann, warum das denn? So. Jetzt wechseln wir Luke wieder vom ersten Platz weg. Damit wir keine wilden Pokémon hier antreffen. Wir haben ja eigentlich Schutz drin. So, Michelle noch vor uns. So. Item hat er an. Dann gehen wir erstmal hier nach rechts. Da ist auch noch ein Trainer und ein Eisen. Dann muss ich jetzt Luke wieder nach vorne packen. Nur er braucht halt auch Training, daher habe ich ihn immer gleich gerne nach vorne. Aber wir hatten im letzten Part auch einen Dreierkampf. Da hat auch Luke eigentlich gut mitgekämpft. Sehr, sehr gut sogar. Da hat er das eine Flug-Pokémon besiegt. Und das ist. Hat der Flug-Pokémon? Der hat ja irgendwas von Vögel gerade erzählt. Wäre ja geil. Ah, Pikachu-Schilder. Auf welchem Level? 33. Alter. Ach, da muss ich Luke auswechseln. Aber er wird dann nach diesem Kampf oder nach diesem Pokémon hoffentlich Level 30 erreichen. Selbst, kommt dieses Pikachu-Schilder an René ran oder an unsere anderen Teammitglieder. Und nicht an Zium jetzt hier. Ah, nee. Charm war das bestimmt. Angriff stinkt stark. Das gefällt mir nicht. Paralysiert. Haha. Na gut, das sollte nicht viel Schaden hier machen. Oh, hab ich gesagt, aber es kommt ein Volltreffer. So, Metallklaue und fetzt es weg. Luke erreicht nicht Level 30. Schade. So, René hat mir zu wenig KP. Komm, Jonas. Besiegt der Stallober. Er sieht auch sehr bedrohlich aus. Sei ja ganz schnell mit dem Vieh. Ganz schnell weg. Alter. Wir haben hier ordentlich zu tun. Ja, mal wieder ein KP übrig bleiben. Natürlich. Aber mir war schon klar, dass wir es jetzt nicht im zweiten Zug besiegen können. Aber warum sind die jetzt so stark, die Gegner? Level 35 für Jonas. Hast du verdient. Eine Maronenbeere. So. Aber wir haben Michelle vorne und trotzdem werden wir noch angegriffen von einem scheiß Klick. Auf Level 19. Ach, ich hab wieder Luke vorne. Stimmt. Mann, ich bin so doof. Komm, da können wir aber fliehen. Ja, gut. Wird Zeit, dass Luke auf dem Level der anderen ist. Oder dass wir hier raus sind mal. Das geht jetzt erstmal hier oben weiter. Kurz mal das Team fit machen. Wenn wir hier schon am Doktor vorbeikommen. Dann hier. Das ist der nächste Trainer. Luke wieder mit nach vorne packen.
Das ist schon so ein bisschen nervig. Aber was soll ich machen? Er braucht das Training, wie gesagt. Und jetzt mal hier ein paar Flug-Pokémon. Komm mal, ein paar Wasser-Pokémon. Das wäre eigentlich ganz geil. Flug und Wasser. Forscherin. Aber es kommt ein Wattzapf, natürlich. Ist was? Da wechsle ich einfach schnell zu Michelle rüber. Anspannung, wir können keine Bären nutzen, hatte ich jetzt auch nicht geplant. So. Dampfwalze. Wir haben ja hier im Moveset neue Knirscher. Aber. Wir setzen natürlich jetzt eine Bodenattacke ein, weil es sehr effektiv ist. Initiative sinkt. Vielleicht können wir als erstes angreifen. Nein, leider nicht. Eva ist okay. Macht trotzdem viel Schaden. Michelle braucht endlich ihre Entwicklung. Luke erreicht immer noch nicht Level 30. Aber jetzt kommt hier mal ein Gegner für Luke. Luke Gift. Ich finde, das Sapladin sieht aber auch ganz schön süß aus. Nein, nicht Ladestrahl. Was mache ich denn hier? Funkensprung natürlich. Ja gut, ist beides sehr effektiv, aber trotzdem. Funkensprung macht mehr Schaden. Na egal. Hier mal einen Ladestrahl auf das Golbat. Jetzt dieser scheiß Kampfstrahl. War klar. War sowas von klar. Alter, wie viel Schaden macht denn das? Jetzt hier mal jetzt einen Supertrank ein. Ja, im Kampf, richtig. Aber wenn wir das nächste Mal einen Shop erreichen, dann werden wir wieder so viel einkaufen. Weil wir jetzt so viel wieder verwendet haben. Würdest du nicht einen Windschnitt machen wieder? Na gut. Komm, Funkensprung. Oh, Flügelschlag. Das wird nicht viel Schaden anrichten. Huiuiui. Oh, gut, 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 gut. Ja, Volltreffer, wunderbar. Level 30 verdient. Und sehr, sehr viele EP. Das kann Luke richtig gut gebrauchen. Aber was er jetzt auch gebrauchen kann, nochmal einen Trank. So. Nochmal einen Trank für Michelle. Falls wir sie mal einwechseln müssen. Ach, da vorne ist Belle. Dann gehen wir gleich zu ihr hin. So, jetzt das hier nach links verschieben, genau. Hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Item. Ein Beleber! Nehme ich gerne mit. Nehme ich sehr gerne mit. Okay, da geht es dann noch eine Ebene tiefer, aber ich möchte erstmal kurz zu Belle. Was hat sie zu sagen? Professor Escher hat mich gebeten, das Ökosystem der Zapladin zu erforschen. Gibt aber nicht so viele davon und besonders stark sind sie auch nicht. Das stimmt, aber... Ja. Trotzdem macht unser Luke einen super Job. Geht's nach oben? Mal schauen, was es hier gibt. Noch mehr Trainer. Ah, jetzt habe ich noch Michelle vorne. Ist nicht so schlimm. Es sei denn, es kommt jetzt zum Flug- oder Wasser-Pokémon. Dann wäre es natürlich ein bisschen bitter. Ass-Trainer. Galopp plus. Also ich wurde gerade angeschrieben, habt ihr vielleicht gehört, aber es ist nicht so schlimm. Okay. Ein Galopp plus. Galopp-Floss. Sollte ja anfangs in Team kommen. Statt Michelle halt. Oh, was kann man... Der hat, glaube ich, Schwebe. Auf jeden Fall sieht das fast so aus. Ich wechsle zu Jonas, weil der hat auf jeden Fall eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Eine Vierfachschwäche, daher nutze ich das ruhig. Und ja. Gut, dass ich nicht bei Michelle geblieben bin. Eine Wasserattacke hätte Michelle wahrscheinlich komplett umgehauen. Robust hat er. Robustheit hat er. Okay, interessant. Natürlich hat er jetzt überlebt. Sonst wäre er sowas von weg gewesen.
Und tschüss. Magma. Okay, da wechsle ich, denke ich, wieder zu Michelle. Genau, kann sie mit einer Bodenattacke schön angreifen. Weiter ist sie Level 35. Ich müsste eigentlich trotzdem mal nachschauen. Oh nein, ich kann Fußstrahl. Ich müsste mal nachschauen, wann sich Michelle wirklich mal entwickelt. Aber ich will mich auch so ein bisschen überraschen lassen. Da lasse ich mich immer gerne so ein bisschen überraschen. Okay, da hat es bis jetzt nicht so geschlagen, der Kung Fu-Strahl, aber... Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie viel Schaden macht das? Wow, wunderbar. Ja, wie gesagt, im Angriff ist Michelle Bombe. Puh, fast Level 35. Im Angriff ist sie Bombe. Da geht's raus. Geh mal kurz raus. Wo sind wir? In Panaero City. Okay, lol. Nicht mehr einsetzen. Wir gehen gleich nochmal zurück, aber Chance mal kurz, unsere Pokémon zu heilen und mal kurz im Pokémon-Supermarkt vorbeizuschauen. Wegen weiteren Schutz und so. Können wir schon Topschutz eigentlich kaufen? Oder will ich mir lieber Topschutz kaufen? Macht mehr Sinn. So, schauen wir mal. Kaufen. Okay, Übertrank will ich jetzt noch nicht. Ich möchte noch mal ein paar Supertränke. Geld haben wir 83.000. So, noch mal ein paar normale Tränke. Noch mal 14 Stück. Beleber, wie viel haben wir jetzt? Ja, da kaufe ich noch mal 3 dazu. Ja, Topschutz gibt es schon. Oh, da werden wir so viel jetzt kaufen. 30 Stück oder so. Ja, 30 Stück. 21.000, aber dafür haben wir sehr, sehr viel dann davon. So, Superschutz haben wir nur noch einen. So, mit den Leuten sprechen tun wir dann natürlich später. Weiß nicht, gibt es hier dann die nächste Arena auch schon? Wir dann mal sehen. So, Superschutz will ich wieder einsetzen. Da ist Topschutz, aber ich möchte den letzten Superschutz noch verwenden. Ruhig aufbrauchen, den Scheiß. Ah, schön, dass hier der Ausgang ist. Setz mal kurz Itemradar ein. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Müssen wir schon gewesen sein. Hier ist nämlich sonst weiter nichts. Ja, hier waren wir schon. Hier ist die Brücke. Okay, das ist nur eine Abkürzung. Stimmt, da waren wir ja vorhin hier. Ich kann mich erinnern. Und dann geht es hier noch nach unten. Das ist noch ein Trainer? Ich glaube ja. Jetzt Luke, bitte nach vorne mit dir. Den werden wir aber gleich wieder auswechseln, weil das ist ein Wanderer. Der setzt natürlich dann dementsprechend Gesteins- oder Boden-Pokémon ein. Und da kann Luke eher weniger mal was machen. Da wirken keine Boden-Attacken, aber trotzdem. Stolunio, okay. Okay, entweder wir wechseln jetzt zu René oder zu Jonas. Jonas ist schon Level 35, René noch 34, dann wechseln wir zu René. Immer schön auf die Level da schauen. Wer braucht jetzt am meisten ein bisschen Training? Halbsound, okay. Denkt, glaube Angriff, kann das sein? Ne, Spezialverteidigung sind stark, okay. Ja gut, ist mir jetzt auch egal, weil der Spulino wird weg sein. Wunderbar. Hätte natürlich sein können, dass es Robustheit hat. Da weiß ich nie, welche Pokémon Robustheit haben könnten. Das Gnee, da kämpft auch René gegen. Ja, da hatte ich ausgeschrien vom letzten Part. Und das Gnee, wo ich nicht flüchten konnte, ein wildes. Oh, ein bisschen doof. So, oh, Paralyse wirkt wunderbar. Lieber noch eine Kraftwelle, sicher, sicher. Ja, schön. So, Luke wieder auswechseln. Ich hoffe mal, bald kommt auch mal ein paar Trainer vielleicht auf der nächsten Route für Luke. Wenn wir wieder auf einer normalen Route sind, denke ich mal, sollte das schon dann passen.
Aber was ich mir gerade so die Frage stelle, und zwar, bevor wir in die Elektrolythülle reingegangen sind, gab es da noch einen anderen Weg? Ich dachte, da geht die normale Route weiter. Aber anscheinend nicht. Naja, frage ich mich jetzt so, was waren da? Da sollten wir vielleicht auch nochmal vorbeischauen. Mal zurückgehen oder so. Generell, wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Denn hier gab es ja auch nochmal ein paar Wege. Da können hier runter, sondern. Hier geht's runter, genau. Untergeschoss 2. Oh, noch ein Trainer. Jetzt habe ich mich selbst vorne. Ich habe jetzt nicht mit dem Trainer gleich gerechnet. Ja, Michelle braucht auch noch ein paar EP. Sie ist ja auch kurz vom Level ab, soweit ich weiß. Okay, kommt auch so ein Zebritz. Okay. Level 33. Wir versuchen mal Schaufel einzusetzen. Nitro-Ladung. Uiuiui. Das macht bestimmt viel Schaden. Obwohl, geht eigentlich. Das geht. Initiative steigt. Ja, gut. Greift sowieso als erstes an. Stampfer wird abgewehrt. Und das müsste sehr effektiv, glaube ich, sein. Ja, wunderbar. Level 35 für Michelle. Wird sie jetzt auch noch stärker? Komm, Entwicklung, Entwicklung, bitte. Ja, endlich. Michelle entwickelt sich. Endlich. Level 35 war es also. Ich musste um den Dreh. Das wusste ich. Das habe ich ja schon mal gesehen, als ich die Pokémon ausgewählt habe. Das Knacklion entwickelt sich zu Vibrava. Ein komplett anderes Aussehen. Und das meinte ich halt, mir war nicht bewusst, dass sich Knacklion zu Vibrava entwickelt. Weil die beiden so unterschiedlich aussehen. Und jetzt hat Michelle auch noch einen zusätzlichen Typ. Und zwar Drache. Und Drache ist auch richtig geil. Und ja, er lernt gleich erstmal Feuerodem. War das gleich eine Drachenattacke? Ja, wunderbar. Stärke 60, Genauigkeit 100. Dafür kommt, weiß nicht, 80, 60. Bin mir unsicher, welche Attacke rauskommt. Oder Knirscher. Soll ich Knirscher rausnehmen? Knirscher ist eigentlich eine geile Attacke. Steinhacke will ich drin lassen, weil Michelle ist die einzige, die eine Gesteinsattacke hat. Bedeutet, lassen wir lieber mal drinnen. Aber Unlicht haben wir halt schon bei Nico haben wir das. Bei René haben wir Finsteraura. Naja, kommt erstmal. Aber zwei. Ah. Wir verlernen Knirscher. Weil Schauflaufen möchte ich eigentlich behalten und statt der anderen Bodenattacke kommt eines Tages bestimmt Erdbeben rein. So, und jetzt möchte ich mal kurz was schauen. Bei Michelle. Bricht. Hat sie jetzt eine Schwebe? Ja! Auch Michelle hat jetzt eine Schwebe. Wir haben jetzt einerseits ein Elektro-Pokémon, was Schwebe hat. Und wir haben jetzt ein Drache-Boden-Pokémon, was aber auch Schwebe hat, was mega geil ist. Da ist natürlich die andere Fähigkeit jetzt weg, ist aber nicht so schlimm. So. Und dementsprechend ist jetzt Michelle nochmal um einige stärker geworden. Ist so nice, wenn er. So, hier ist noch ein Item. Ein Fluchtseil. Na gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier geht's auch nochmal weiter. Ach, wie verzweigt ist denn das hier? So. Auch nochmal Items hier. Ich möchte mal kurz zu Luke wechseln, weil da ist nochmal ein. Nein, ich wollte nicht Schaufler einsetzen. Nein! Wir kommen jetzt bei der neuen Stadt raus, richtig? Ja, natürlich. Wollte eine Schaufel einsetzen. Warte, ich habe Luke wieder vorne. Nee, Michelle ist noch vorne. Okay, gut. Dann laufen wir noch mal kurz hin. Ist ja eigentlich kein langer Weg. Hier hoch und dann hier gleich runter und dann sind wir wieder da. Obwohl. Erstmal hier noch mal runter. So, jetzt hier runter. Wird auch ein Item
protected. Da unten wahrscheinlich. Moment mal, erstmal hier, ich wollte jetzt noch wechseln, aber egal. Sehen wir mal kurz die Power von Michelle jetzt, wie sich ihre Power nun erweitert hat. Oh, ein Reihumkampf, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das weiß man vorher nie, ob das, was das ist für ein Kampf. Aber ich habe drei gute Pokémon gleich vorne. Oh, Bisbark, Ockermann, Castador, okay, Zand. So. Setzen wir mal Feuerodem ruhig mal ein. Das ist eigentlich normal effektiv, glaube auf alle. Oh, Paralyse noch dazu. Schaufler. Ach, das kannst du ruhig machen? Was machen wir denn so lange? Wir haben keine Attacke, die wir jetzt könnten auch Schaufler. Ja, wir setzen auch Schaufler ein. Theoretisch will uns Schaufler sowieso nicht jucken, weil wir haben Schwebe. So, tschüss. Kassatur, okay. Könnte auch natürlich sein, dass es jetzt zu Bisbark gewechselt wird. Das weiß ich nicht. Ja, setze ich ruhig nochmal Schaufler ein. Okay, wird sogar zu Bisbark gewechselt. Er setzt Bodycheck ein. Jetzt sehen wir. Wow! Okay, okay. Die Verteidigung von Michael ist immer noch nicht die beste. Mist. Schade. Nee. Da kann jetzt mal Kraftwelle eingesetzt werden. Okay, das Kastator wird eingewechselt. Ist trotzdem sehr effektiv. Oh, Eisenstab, interessant. Was ist das? Macht die Attacke nochmal. Oh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es nicht sehr effektiv und das ist das, was ich wissen muss. So, ja, ein Stachel hin oder her, ist mir egal. Gut, wir haben hier jetzt kaum gewechselt, aber ist auch nicht so schlimm. Jonas und Luke sind jetzt einfach nur dazu da, um die EP mit abzuknüpfen. Sehr schön. Nee. Ja, geiler Dreifachkampf. Leider ist Michelle jetzt doch noch down gegangen, Mann. Der hat mich. Gerade weil sie sich jetzt entwickelt hat. Aber Michelle kriegt auch nochmal eine Entwicklung, glaube ich. Die Barbara kann sich nochmal entwickeln. Hm, auf jeden Fall. Naja. Ja. So, ich wechsle erstmal kurz zu René. Oder erstmal zu Luke, weil Luke muss jetzt noch weiter trainiert werden. Da unten ist noch ein Trainer. Ah, jetzt kommt natürlich ein wildes Pokémon. Ja klar. Oh, nochmal ein Zapladin. Oder Zapladin oder wie auch immer. Level 31. Das ist auch kurz beim Level Up. Unser Zapladin. Unser Luke. So. Ein Wanderer. Was wird eingesetzt? Ein Onyx. Uiuiui. Da wechseln wir zu Michelle, würde ich sagen. Weil für Luke ist es mir noch ein bisschen zu gefährlich. Ja, zu Michelle. Jetzt kann Michelle erneut nochmal beweisen. Nochmal, so ich sehe eine zweite Chance. Lem. Okay. Okay, macht nicht viel Schaden. Wir setzen Schaufler ein. Michelle ist sogar schneller. Ja gut, Gesteins-Pokémon sind sowieso immer langsam. Okay, macht nicht so viel Schaden. Dann nochmal Dampfwalzer. Und dann ist es hoffentlich weg. Tschüss. Wunderbar. Jetzt hat sich Michelle bewiesen. Wunderbar. Level 31 für Luke. Sedimantur. Sedimantur war doch dieses blaue Vieh. Ja, blaue Vieh. René. Komm du mal nach vorne. Genau, das war's. Wunderbar. So, das noch schnell besiegen und dann ist der Part auch schon vorbei.
Essenabwehr, na gut, das bringt ihm jetzt eher weniger was. Ist ja fast besiegt. Und Kraftwelle nochmal. Und dann werden wir im nächsten Part hier nochmal weitermachen. Mal schauen, wo wir noch hingehen werden. Und dann halt nochmal zurück zur anderen Route. Weil da fehlt ja noch was. Da fehlt ja noch ein Stückchen, was wir erkunden müssen. Und dann geht's zur nächsten Stadt. Ich weiß nicht, ob es da eine Arena gibt. Wenn ja, werden wir die dann dementsprechend auch bald machen. Und wir erwarten bald unser letztes Teammitglied. Das sei auch noch gesagt. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch noch und schaltet wieder ein. Bye, bye.